Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ich bin natürlich wieder Evenger und ja, ich wurde nach meinem letzten Push-Stream, wurde ich gefragt, wie man solche Button hier einfügen kann im Stream und wie man diese ganzen macht. Und deswegen, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt am besten dran und wir sehen uns gleich. So, folgendermaßen. Es gibt ja zwei Schritte. Erstes mal, wie man es macht und dann, wie man es im Stream einfügen kann. Wie man es macht, habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich mache das Ganze mit Camtasia, ist ja klar. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall mal gucken, wie das Ganze funktioniert. So, ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt. Ich habe hier, wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier meine ganzen Buttons und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das Ganze funktioniert. Also, ich würde das Ganze so machen. Ich würde anfangen mit YouTube. Da müssen wir erstmal hier oben dann, gucke ich jetzt mal gerade. Da machen wir natürlich 1920 mal 1080. Das ist natürlich wieder der Vorführeffekt. 1920 mal 1080. Das Ganze werden wir mit grün hinterlegen, weil wir wollen ja den Hintergrund später wegmachen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch dann. Also wie ihr sehen könnt, ich habe den Button hier schon mal eingefügt. Das können wir natürlich nicht so lassen. Da muss ich jetzt mal gerade gucken, wie das hier funktioniert. Ah ja, hier ist mehr natürlich. Da gehen wir in das visuelle Eigenschaften. Nein, Kamerazeichnung. Ich habe das sonst alles Übergangseffekte. Da haben wir es doch. Ich würde das Ganze so radiale Unschärfe, das sieht eigentlich immer ganz gut aus, dass das dann praktisch so reinfließt in das Ganze. Zeige ich euch mal gerade. So. Oder vielleicht. Ja, doch. Lassen wir so. Und zwar, ich würde das Ganze hier so einfliegen lassen. Und dann in dem Moment, wo das einfliegt, da machen wir dann ein. Wie sagt man das? Visuelle Eigenschaften? Ja, genau. Dann machen wir dann eine Animation und das Ganze. Achso, jetzt geht das natürlich wieder nicht, ne? Ist ja logisch. Aber warum zur Hölle kann ich das dann nicht bearbeiten? Ah ja, genau. Das Ganze setzen wir dann ein bisschen rüber. So. Das noch ein bisschen verlängern. Hab ich mal gesagt. Ich muss es hier ein bisschen rumfuchsen, also. So. Genau. Aber. Das ist so nicht schön, weil das geht ja dann praktisch schon rüber, währenddessen das reinfliegt. So, müssen wir natürlich wieder bei den Übergangseffekten gucken. So, zack. Jetzt gehen wir das Ganze nochmal durch. So, einfliegen, rüber switchen. Genau. Und da, wenn das dann so rüber geflogen ist, in dem Moment lasse ich dann praktisch diesen YouTube-Banner hier. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Zweitkanal habt oder so, dann würde ich das so machen. Ein bisschen größer vielleicht. So. Genau. Vielleicht noch ein bisschen größer. Machen wir das einfach mal so. Das ist ungefähr mit dem. Na, ja, dann ist es aber schon wieder zu groß. Ne? Ja, okay. Dann machen wir es doch so. Sieht zwar jetzt nicht so spektakulär aus, aber das ist nicht schlimm. Dann machen wir jetzt wieder einen Übergangseffekt rein. Und da weiß ich jetzt halt nicht, was sieht am schönsten aus. Ich würde einfach mal sagen, wenn das so rüberwischt praktisch. Gucken wir mal gerade. Das muss ja dann natürlich in dem Moment passieren, währenddessen das rüber switcht. Genau. So. Und dann gucken wir mal. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So. Dass das praktisch mit dem Button rüberkommt. Genau. So ungefähr würde ich das lassen. Und dann lassen wir das eine gewisse Zeit. So, dann tun wir das Ganze hier anpassen. Und so werden wir das jetzt mit den anderen Buttons praktisch auch nacheinander machen. Ich würde mal sagen, danach machen wir direkt Twitch. Das passt eigentlich ganz gut, finde ich. Machen wir dasselbige. Noch einmal. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass die Größe auch mit dem anderen übereinstimmt. Deswegen würde ich einfach mal sagen, machen wir das mal so.
und passen jetzt praktisch den Button ungefähr der Größe von dem YouTube-Button an. Das Ganze machen wir dann der Länge natürlich auch wieder angepasst. Ist ja logisch, ne? So, dann werden wir das Ganze wieder mit einem Übergangseffekt mit der radialen Unschärfe. Ach nee, das können wir ja gar nicht so machen. Wir müssen natürlich erstmal wieder die Animation einfügen. Und da müssen wir dann auch gucken natürlich, dass es wieder exakt passt. Also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich weiß. Aber das ist nicht so schlimm. So, visuelle Effekte, das Ganze. Dann machen wir wieder eine Animation, dass das Ganze wieder rüberfliegt. Aber das müsste ja dann auch wieder damit übereinstimmen. Jetzt muss man gerade gucken. Gucken, dass das hier mit übereinstimmt, so in etwa. So. Ah ja, seht ihr? Das ist nämlich das Problem. So müsste das dann sein. Genau. Ah, das ist immer sehr, sehr schwierig. Das tun wir jetzt hier angleichen. Für die, die vielleicht einen schnelleren Weg wissen, ist es jetzt auch nicht wirklich dramatisch. Also es ist jetzt kein Problem oder so. Ich mache das halt ungefähr so, dass es passt. Ja, müsste ungefähr passen. So, und da können wir jetzt wieder die radiale Unschärfe einfügen. Bei den Übergangseffekten. Genau. Bingo. So, da haben wir jetzt schon mal das Gleiche. Natürlich habe ich da auch wieder einen dementsprechenden Twitch-Button vorbereitet. Diesen hier. Und den müssen wir jetzt dann auch angleichen, dementsprechend, dass das natürlich auch noch was aussieht. So, das haben wir ein bisschen größer gezogen, das Ganze. Perfekt. So ungefähr würde ich das lassen. Wenn wir gerade gucken. Warte mal, wie war denn das? Ja, doch. Genau. Und dann haben wir das Wischen rübergepackt. Und dann haben wir den zweiten eigentlich auch schon fertig. So. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf Play, gucken uns das Ganze nochmal an. Zip. Das ist dann praktisch YouTube Avenger. So, Twitch. Avenger 2010. Und das Ganze machen wir jetzt nach und nach mit den anderen natürlich auch. Ich habe hier noch Twitter und Skype vorbereitet. So, dann haben wir wieder Skype. Logischerweise. Müssen wir auch den Button wieder angleichen. Ist ja logisch, ne? Natürlich noch anordnen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen das so ein bisschen zwischendurch, weil ich habe ja hier immer so einen kleinen Farbenunterschied mit drin. So, da haben wir hier YouTube rot praktisch und Skype dann blau-weiß und natürlich jetzt dann auch Twitch mit lila und dunkellila oder so. Und jetzt kommt der Rest Twitter, weil das von den Farben her ziemlich gleich ist, habe ich mir gedacht, machen wir das so. So, hier auch wieder anpassen das Ganze. Oh, da habe ich was vergessen. Da habe ich sogar den falschen eingefügt. Ja, warte mal, das ist kein Problem. Das können wir gerade mal beheben, das ganze Problem. So, wo haben wir das denn? War das hier bei Social Media mit drin? Habe ich das da eingefügt? Ne, Bilder für Banner. Vielleicht bei Streaming direkt. Ah, ich habe das JPEG eingefügt. Das ist natürlich blöd gelaufen. Da muss man gerade was fixen. Dann könnt ihr das nochmal live miterleben. Hier stehen wir viel zu lange auf. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Und dann gucken wir jetzt nochmal, dass wir das hier irgendwie gefixt kriegen. So. Ach, das ist natürlich wieder hervorragend. Ich brauche natürlich den in PNG-Datei, wenn er denn Bock hat, ganz genau, perfekt. So, und dann haben wir das Thema hier schon wieder erledigt. Und den Twitter-Button PNG. So, und schon sind wir wieder auf dem Laufenden. 30 Minuten später. Und dann können wir das wieder umpacken und nochmal starten. So, rüberwischen, zack. Nächster. Für die das jetzt zu lang ist, die können natürlich das auch ein bisschen abkürzen. Ich finde das so eigentlich ganz praktisch, weil dann kann man natürlich... Oh, da habe ich gerade einen Fehler entdeckt, seht ihr? Das ist das, was ich meinte. Das habe ich noch gar nicht angepasst. Hätte ich mal was sagen können. So,
So ungefähr passt das. Und jetzt haben wir dann den letzten Effekt auch fertig gemacht. So, Avenger 2010, genau auf Twitch. Und dann natürlich Twitter mit Avenger 2010. Ich weiß, es hört sich alles ziemlich gleich an, aber ist kein Problem. Jetzt könnte man natürlich davor auch noch sowas einfügen lassen, wie zum Beispiel folgt mir auf Social Media, bla bla, oder auf anderen Plattformen irgendwie sowas. Genau, bei Callouts Text. So, das Ganze ein bisschen größer machen. Wir wollen ja auch, ne, dass es so ungefähr passt. Ist ja klar. So, das Ganze so. Und dann folgt mir auf. Genau. Ja, die Schriftart ist ein bisschen groß. Machen wir 100. Achso. So, das Ganze natürlich wieder so machen. Hey, jetzt mal gesagt. Rüberschieben. Und eigentlich sind wir dann auch schon fertig. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch mal einmal an. Ich nehme schon 20 Minuten auf. So. Genau. Gewischt. Nur noch mal so zur Überprüfung, ob auch wirklich alles passt. Ich weiß, könnte jetzt auch unnötig sein. Das Ganze wird dann gleich gerendert. Und dann war es das eigentlich schon. Und wenn das Ganze hier jetzt gerendert hat, gehen wir jetzt einfach mal Social Media Buttons. So, und dann ist das Ganze eigentlich auch schon fertig. Ich werde jetzt auf Rendern drücken, mache hier mal gerade einen kleinen Aufnahmestopp und dann sehen wir uns gleich wieder beim Einfügen. So, soweit so gut. Wir haben das Ganze jetzt fertig gerendert und jetzt zeige ich euch noch, wie man das Ganze praktisch in OBS einfügt. Folgendermaßen, ihr geht auf Medienquelle. So, dann machen wir jetzt einfach mal Social Media Buttons. Und dann Bilder für Banner. Nee, warte mal, wo hatte ich denn das? Volume R, genau, bei Let's Plays fertig meistens. Social Media Buttons und schon haben wir das Ganze eingefügt. So, jetzt müsste das, genau, jetzt wird das Ganze angezeigt. Jetzt haben wir ja natürlich diesen grünen Rahmen noch außenrum. Das machen wir jetzt anders. So, da geht ihr nochmal auf Filter bei dem Ganzen, also an Rechtsklick auf dem Ganzen, Filter, dann geht ihr auf Plus und dann geht ihr auf Chroma Key. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe eigentlich so Farbunterschiede, da müsste das eigentlich hinhauen. Ja, ganz genau. Das Ganze bei Grün, jetzt müssen wir mal gucken, wie das sich dann praktisch auswirkt. Weil man weiß ja immer nicht, ja genau, das ist dann so ein Punkt. Bei diesen Übergangseffekten, da kann es dann meistens kommen, dass man dann noch so einen grünen Schimmer mit drin hat. Man soll es ja auch noch genau sehen können. Gut, ich schließe das Ganze jetzt mal kurz. So, und jetzt seht ihr schon, jetzt kann man das Ganze einblenden lassen, nicht? Und normalerweise funktioniert das auch in den meisten Fällen. Na, da ist schon ein bisschen verwischt noch. Also das kann man jetzt je nachdem, wie man es halt Bock hat, angleichen. Ich werde das jetzt nicht so tun. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal da. Das Ganze kann man dann natürlich auch verschieben, wie man lustig ist. Rein theoretisch, ne? Das kannst du dann jetzt zum Beispiel so groß machen und schiebst das Ganze hier oben rein, sodass es passt ungefähr. Vielleicht noch ein bisschen kleiner, je nachdem, wie ihr halt gerade Bock habt. So, und jetzt wurde ich noch gefragt, wie macht man das denn praktisch, dass man das mit Knopfdruck machen kann. Ich gehe dazu immer in die Einstellungen. Das seht ihr jetzt hier gerade leider nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Das könnt ihr ja lesen. So, dann habt ihr hier Hotkeys. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wo sind wir denn hier gerade? Das müsste Test sein wieder mal. Action Stream. Hier haben wir Test, genau. Und dann Social Media Buttons. Da geht ihr dann einfach, je nachdem, was ihr gerade wollt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das machen wir auf F6. Eins runter. Wieder F6 zum, ja, wegmachen halt. Und dann seht ihr auch schon, wenn ich jetzt F6 drücke. Und dann seht ihr, dass der Button funktioniert. Also nochmal so als Beweis. Hier ist jetzt die Maus. F6 zum Anmachen. Läuft. Und schon habt ihr eure Social Media Buttons fertig. Wie schon gesagt, mit dem Chroma Key, Color Key, da müsst ihr so ein bisschen rumhantieren, dass das Ganze passt. Aber ich denke mal, für euch dürfte das kein Problem sein. Die mit OBS ein bisschen unterwandert sind oder ein bisschen Erfahrung damit haben, die werden das auf jeden Fall hinbekommen. So, an dieser Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen,
bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr es richtig geil fandet, dann natürlich wieder diesen Button hier anklicken. Wenn ihr mich richtig, richtig geil fandet und nichts mehr verpassen wollt, dann natürlich den Abonnement-Button für mehr Tutorials, vielleicht auch Let's Plays oder Streams, je nachdem. Die Avenger Talk momentan funktioniert leider nicht so gut, aber ich werde es schon irgendwann mal hinbekommen, ne? Wie schon gesagt, nicht vergessen, see you next time, euer Avenger. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Servus, alter Schwede.